Tja, also Leute, hier ist wieder Draglinus mit Let's Suicide Dark Souls 2. Ich bin an derselben Stelle, wo ich eben aufgehört habe, meinen letzten Part, also für euch gestern. Und ja, plötzlich explodiert hier eine Kiste, weil ich das Spiel kurz verlassen habe, um meine Online-Funktionen anzuschalten. Yay! Habe ich es also endlich mal gemacht. Das sehen wir auch schon sofort. Gut. Was jetzt auch möglich ist... ich bin ja vor ein paar Parts meine Champion-Gilden-Mitgliedschaft losgeworden, willentlich natürlich. Was daraus auch resultierte. Ich erinnert euch ja sicherlich, wie ich für die Burg, also für die Burg im Wald der Riesen, Freunde beschwören wollte. Und es hat bestimmt auch schon Kommentare dazu gegeben, aber das hat dafür gesorgt, dass ich, kein Online-Gameplay machen konnte. Meine Gilde. Also mein Eid, in dem ich drinne war. Wenn man diesen Eid geleistet hat, ist man in YouGame Plus und das verbietet automatisch, dass man Leute rufen kann oder von Leuten gerufen werden kann. Was bedeutet, dass ich meinen Speckstein benutzen kann, man weißen. Oh Gott, wenn jetzt ein Flammen... Ich gehe nirgendwo hin, wo du mich flambieren kannst. Oh Gott, das ist ein Bogenschütze. Da oben auf dem Dach, oder? Ja, scheint auf dem Dach zu sein. Da oben war nichts. Ich nehme das Item und bin flambiert. Ich will keine flambierte Banane sein. So will ich nicht enden. Oh, hi. Entschuldigung, wollte ich nicht aufwecken. Hätte auch nicht schlafen sterben können. Schon wieder. Pech, Teer. Oder... Teer? Ist Teer entflammbar? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Würde man bei mir in der, im Dorf ja zurzeit ein paar neue Straßen gemacht, würde ich sie anzünden können, wenn das Teer frisch wäre? Oder der Teer? Teergärtner. So. Zeit zu öffnen. That I do not know. Reparaturpulver und Titanitscherbe. Ich genieße die Titanitscherben, die ich kriege. Denn obgleich mein kleines, also mein Rumschwert, kleines Schwert, wie hieß es das jetzt? Kurzes Schwert, genau so rum war es. Obgleich das nur noch mit großen Titanitscherben aufgewertet kann, so habe ich ja immer noch Hellebarden. Ich bin nicht entflammbar gerade. Gut, zu wissen. Dann kann ich also auch Fackeln anzünden. Und auch die Hellebarde mit der Bossseele, die ich da gemacht habe. Die Drachenreiter-Hellebarde. Auch die. Noch ein Blutfleck. Auch die kann ich noch aufwerten mit Hilfe der Titanitscherben, weil das nicht mehr so ist wie in Dark Souls 1, wo man dann irgendwelche speziellen Titanitscherben sind, braucht. Glaube ich. Ich habe es nicht geguckt, aber ich meine es. In Dark Souls 1 hat man ja... Man hat eine Waffe auf plus 5 oder plus 10 gebracht und konnte sie dann umwandeln in eine Waffe mit einer Bossseele drin. Aber hier kauft man sich die Waffe mit der Bossseele drin und wertet sie, glaube ich, genauso auf wie jeder andere auch. Welche Methode ihren Vorteil hat? Ich schätze definitiv die aus Dark Souls 1. Erstens mal verbrauchst du keine Seelen, die zu kaufen. Zweitens mal musst du nicht an Händler gebunden sein, du musst eine bestimmte Glut finden und hast dann eine Reihe von Dings da zur Auswahl. Daran geben sie sich nichts. Also eine Reihe zu Waffen zur Auswahl. Hieran geben die sich nichts, die beiden Teile, weil... ob du mehrere Schmiede oder mehrere Händler aufsuchst, das ist nicht das Ding. Aber, wenn du jetzt eine Waffe hast, wobei, ist das so? Du hast eine Waffe auf plus 5 und konntest sie umwandeln. Da hast du aber trotzdem noch eine Waffe, die unberührt ist und auf plus 10 oder was weiß ich was hochgestuft werden kann. Aber, wenn man hier jetzt zum plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 normale Titanitscherben und keine speziellen braucht, dann ist das hier in Dark Souls 2 tatsächlich besser. Weil man weniger teureres braucht, um die Bosswaffen aufzuwerten, aber die Bosswaffen sind dementsprechend wahrscheinlich auch ein bisschen genervt. Im Sinne von, machen nicht ganz so viel Schaden, heben sich nicht besonders von anderen Waffen ab. Ich habe hier noch eine Fackel gehabt, dann... Schrei nicht rum. Ich muss nochmal testen, ob du wirklich vor dem Licht zurückweichst. Ich weiß es nicht. Ich kann doch auch mit der... Ich kann mit der Fackel abwehren, aber nicht schlagen. Eindeutig das Licht. Okay. Ewig? Blutung! Ich sterbe!
Das ist nicht sonderlich gut. Ich weiß nicht, wie weit sie weg sind. Sie kommen nicht so schnell. Das ist nicht gut. Du musst weg. Sofortige Blutung. Ich hatte aus Versehen... Ich dachte, ich hätte den Schild. Kein Glück, dass er gerade nichts gemacht hat. Ei. Der macht bestimmt auch eine heftige Blutung durch den Schild. Oh ja. Auch dadurch kann er mich leicht verbluten lassen. Wenn ich zu wenig Leben habe, tötet mich das auf der Stelle. Durch den Schild. Das ist übel. Okay. Gegner, die die Dunkelheit mögen und das Licht verabscheuen, werden von dem Licht zurückweichen. Aber irgendwann haben sie einfach die Schnauze voll, wie es scheint. Oder gewöhnen sich an das Licht oder sowas. Explosive Wucht. Irgendwas passiert dann auf jeden Fall, was sie automatisch die Angst vor dem Licht verlieren lässt. Dennoch, da das Licht ein bisschen wirkt, werde ich es auftanken quasi. Die Frage ist, wenn ich eine Fackel wegstecke, benutze ich dann automatisch eine neue? Ich denke mal, ja. Fackeln halten eine bestimmte Zeit. Oder halt diese eine Fackel einfach nur diese bestimmte Zeit. Ich muss mal gucken. Muss mal gucken, wenn ich die Fackel weglege, welche Zeit das ist und welche Zeit ich dann... Was bist du denn? Und welche Zeit ich dann habe, wenn ich die neue auswähle? Das wirkt nicht. Mein Kurzschwert ist in Gefahr. Ich sterbe. Ich sterbe. Drei Stück. Und die Wand explodiert. Sie sollen mich wohl erschrecken eigentlich. Hey. Gucken wir mal, ob wir ein Beschwörungszeichen haben, um einen Kumpel zur Hilfe zu rufen. Wer weiß, vielleicht klappt's ja. Meistens sollten sie am Leuchtfeuer sein, schätze ich mal. Ich habe jetzt unterwegs nichts gesehen. War aber auch nicht zu weit am Anfang des Gebietes, muss man dazu sagen. Ich kann ja auch mal. Ich habe den gar nicht hier. In den Ausrüstungen ein bisschen rumfuschen, das kommt weg. Da! Genau das wollte ich haben. Danke, Spiel. Mein wessen Symbolspeckstein habe ich und... Da ist er. Mal gucken. Vielleicht wird mich ja irgendein armer Sack rufen. Aber ich sehe hier keine anderen, deswegen bezweifle ich irgendwie, dass das eine zu gute Sache sein wird. Oder eine zu wahrscheinliche, eher gesagt. Wie kann hier ein Blutfleck sein? Vielleicht wurde da eine Invasion gemacht. Oder dieser Gegner hat ihn irgendwie schon erstochen. Aber warum sollte er geschadet sein, wenn hier das Leuchtfeuer ist? Oder war er nie am Leuchtfeuer gewesen? Was bedeutete, oh Mann, der kommt von sau weit weg, um an das Leuchtfeuer zu kommen und sofort zu sterben. Das ist übel. Würde mich anstinken, wenn ich der wäre und das tatsächlich so sich abgelaufen wäre. Bla. Lass dein Zeug stecken. Lass es stecken. Irgendwie treffe ich ihn nicht sonderlich gut. Verrägerhelm. Von dem bisschen stürzt mir ein bisschen Schaden. Ich sehe schon. Enormer Schaden. Sterbe ich jetzt durch den Pfeil? Ich will es nicht hoffen. Warum ist das Ding da eingesunken? Ja, das ist gerade ein bisschen Panik, muss ich sagen. Unbehagen. Panik weniger Unbehagen. Nimm das so. Kommt runter. I'm ready for you. Come at me at once. I'll take you on. Run by the motherfucking one. Es ist gut, stechen zu können. Aber nicht gut, wenn ich die Holzplanke steche. Mein Schwert plus 4 ist in Gefahr. Eigentlich... Oh, er ist schon da. Eigentlich immer noch. Bei einem mache ich mir keine Sorgen. Die treibe ich zurück. Aber ansonsten... Okay, diese eine Fackel hält also über eine Stunde. Und ich verbrauche die zweite erst ein bisschen später. Gut, dann werde ich sie also nur benutzen, wenn ich diesen Gegnern hier gegenüber trete, weil ich sie ansonsten nicht brauche. Gut. Aber ich habe doch eh eine Tonne an Fackeln bei mir hinten dabei. Es scheint, als wäre hier in diesem Gebiet nicht viel mit Beschwörungen.
Ist auch irgendwo zu erwarten. Es sieht nicht wie dieses typische Beschwörungsgebiet aus. Wer weiß, vielleicht ist es nicht mal unbedingt das Größte. Oh, aber das passiert natürlich. Super. Ach, oh, Entschuldigung, falsch gedeutet. Ich dachte, ein Phantom also kommt in meine Welt. Cool. Dann bin ich immer noch an der Stelle, wo ich eben war und mein Wunder hat gar nichts bewirkt und ist weg, oder wie? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, ein bisschen Koop-Gameplay wird jetzt die Regel sein. Ich lasse mich eigentlich lieber beschwören, als dass ich andere beschwöre, um mir ein Gebiet anzugucken und um den Boss im Zweikampf bekämpfen zu können, aber nicht meinen Boss dadurch zu töten. Hello, my fair lady. How can I assist you? Ich habe immer noch diese Glocke gehabt. Lucky Twins 777. Warum habe ich den nicht als Beschwörung gehabt? Was ist das denn für eine Verbeugung von ihr gewesen? Haben Frauen andere Animationen? Das ist die erste Frau, die ich in Dark Souls 2 sehe, deswegen habe ich keinerlei Ahnung, inwiefern das seine Richtigkeit oder ein Hirngespinst seine Mäßigkeit hat. Hirngespinst seine Mäßigkeit. Die Erfindung neuer Worte ist wahrlich eine Fähigkeit, die meiner eigen ist. Geht ihr schon mal voraus, ich kümmere mich um den Anarita. Fangen wir mal mit Blödsinn. Du kannst mich auch gleich entflammen. Ich sorge nur dafür, dass hier einer Seelen gibt und ansonsten nichts weiter macht. Weg, 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 weg. Komm bloß zu ihr. Bleib bei ihr. Sie ist der Host. Sie musst du beschützen. Und... Will you do that? Ich nehme mir schon mal die Fackel. Ja, du musst ein paar Schläge mehr vertragen, weil ich jetzt Leute hier dabei habe. So, das sollte der Wert der Fackel sein. Wo geht er eigentlich hin? Es ist nicht so, als würde für ihn da was liegen, weil ich nichts sehe und da kein Item niemals aufgehoben habe. Ich sollte nicht so langsam gehen, wenn mein Host in Gefahr ist. Du nimmst den da und ich nehme den. Genau so war es geplant. Da war ein Gegenstand. Dammit. Der Stich hilft. God damn it all. Kein Wunder, dass meine Waffe kaputt geht, wenn ich hier andauernd gegen Wände schlage. Sag mal, was ist dein Problem? Oh. Das war nicht ihr Problem, das war mein Problem, weil ich absolut keinen Sinn dafür habe, was Gegner ist und was sie ist. Weil ihre komische Rüstung mich irgendwie so ein bisschen an die Gegner erinnert. Naja, ist das überhaupt eine Rüstung? Das ist vielmehr ein Gewand, oder? Die Tür war bei ihr offen. Das lässt mich vermuten, dass ich auch zu der Tür da komme. Ah, nett. Man kann das also richtig gut abkürzen. Wir sind auf der anderen Seite hier vor... Wir sind bei dem... Das war doch weiter weg bei mir. Sagt mir nicht, man findet einen Weg, dieses Schiff da ranzubekommen. Naja, es muss so sein. Wie sonst sollte es hierher kommen? Von alleine? Oder zwingst du es? Gibt es eine Passage, die mich irgendwie dahin bringt? Ich gehe auch schon mal zu den anderen hier. Hört auf zu werfen. Das ist nicht die feine Englische. Er macht eindeutig mehr Schaden als ich. Scheint auch eine große Waffe zu haben. So. Mein Wunder wurde nicht verbraucht eben, als ich berufen wurde. Wo ist sie eigentlich? Ist sie schon vorausgegangen? Ist sie. Und da ist eine Nebelwand. Nun gut. Ich werde es bei meinem Wand zwar vermissen, aber okay. Your second. Okay, ein Boss. Was wartet da? Etwas nicht zu beeindruckendes, wie es aussieht. Auf den ersten Blick. Auf jeden Fall nichts, was Magie sonderlich gut standhalten könnte. Okay. Aber mir schon. Die machen beide Magieattacken. Ich
Ich werde nur Estes verbrauchen, aber ich war keine gute Hilfe, was das angeht hier. Tja, und jetzt? Pflicht erfüllt. Ich habe doch gar nichts gemacht. Oh Gott. Das ist der Boss hier. Zeichen der Treue erhalten. Na gut, dafür war es gut. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich nicht schlauer, was diesen Boss angeht. Ich weiß nur, dass er da ist und dass er in diesem Schiff ist und dass ich im Zweikampf vielleicht eine relativ gute Chance gegen ihn hätte. Aber da er jetzt von den beiden mit Magie zugespammt wurde, habe ich keinerlei richtigen Vorteil aus diesem Kampf gewonnen. Was ich nicht unbedingt schlimm finde, weil ich finde es auch nicht schlimm, sowas alles selbst herauszufinden. Wobei ich das im Grunde jetzt ja auch getan habe. Aber ich meine bloß, was Nahkampfattacken angeht und seine Abwehr, Nahkampfattacken und Ausweichschritte und so weiter, bin ich nicht schlauer geworden, weil dieser Boss von Magie gespammt wurde und dementsprechend nicht viel im Nahkampf gezeigt und geleistet hat. Dieses Mal weiß ich, dass du da bist. Noch einmal passiert das nicht, was am Anfang dieses Parts passiert ist. Der Räger Garmaschen. Der Räger. Okay, ich genieße es, wenn ich zwei treffe. Vor allen Dingen, wenn einer davon stirbt. Idealerweise zwei. Wahrräger, Entschuldigung. War aber auch bloß eine wahrräge Vermutung. Ich lasse die da unten. So, das war mein Beschwörungszeichen. Also ich muss die da unten ja besiegen. Die da unten lasse ich, meine ich, bei dem Haus. Wieso erinnere ich mich an die Töle nicht? Wieso muss ich niesen und wieso macht die Töle nichts? Wieso habe ich 11.000 Seelen schon fast wieder zusammen, obwohl ich noch nicht mal oben war, um meine Seelen zurückzuholen? Wieso muss ich alles fragen in diesem Spiel? Ich nehme das. Ich bin zwar mehr ein Fan davon, einen Schild zu haben, aber wenn ich ein, zwei gute Schläge aus diesen vier rausholen kann... Das da reicht nicht zurück. Das bedeutet, das da nehme ich auf jeden Fall. Was euch angeht. Die Doppelschläge. Und ansonsten werde ich zurückweichen, weil ich befürchte, eure Immunität versagt. Und dann will ich eigentlich auch bloß einen von euch bekämpfen. Genau so war es geplant. Ich schätze mal, dort, wo der jetzt ist, sind die anderen noch da, weil die... Ja, die Mauer wurde zerstört. Das bedeutet, du kommst nicht. Meine Seelen sind auf dem Weg dorthin. Der Blutungseffekt sollte nachlassen. Ich hoffe es. Warte mal. Es klingt irgendwie, als würde jemand sau viel Estes trinken. Vielleicht tut das auch, der Typ da oben. Ach so, du bist das. Ich habe das Gefühl, da hinten ist ja dieses Haus. Heißt das, ich komme jetzt direkt hier hinter diese Tür? Weil ich bin jetzt in der Nähe davon. Was man immer machen kann. Ich habe hier jetzt wieder Pfeile. Den da natürlich dessen Aufmerksamkeit allein holen. Dafür nehme ich auch die schwachen Holzpfeile. Indem ich den Bogen und die Pfeile nehme. Natürlich auch jederzeit eine Armbrust. Ich hoffe, es kommt nur einer. Auf jeden Fall der von oben kommt, sollte nicht kommen, denke ich. Idealerweise kommst nur du. Ich komme hinter dich, das ist sehr gut. Und der Rest des Kampfes ist erledigt. Ich warte mal ein bisschen, weil die ein paar Invincibility Frames, also Unbesiegbarkeitsframes haben, wenn sie auf dem Boden liegen. Huch. Gibt es eigentlich eine Aufstechanimation mit einer Lanze? Wenn ich es herausfinde, dann wäre ein Gegner, gegen den ich leicht einen Rückenstecher landen könnte. Und ich glaube, das kann ich bei dem. Selbe Attacke, selbe Position. Hui! Das sieht gut aus. Ich würde nur schön finden, wenn er ihn wirklich runterstoßen würde, um noch mehr Schaden zu machen. Also doppelten Schaden. Weil das wirkt jetzt ein bisschen schwächer als meine andere. Aber muss nicht unbedingt so sein. Ich genieße auf jeden Fall die Hellebarde soweit. Wieso kommst du nicht runter? Dann benutzt halt die Treppen. Ich bin nicht wählerisch wegen der Art und Weise, wie du runterkommst. Ich will nur, dass du es tust. Okay.
ein bisschen zurückweichen. Der Blutungseffekt ist ein bisschen hoch. Selbst wenn ich abwehre, werde ich bluten, glaube ich. Nein, die Arzneiattacke bietet sich nicht an, würde ich sagen. Jetzt vielleicht. Ach, ich habe ja an die doppelhändige Arzneiattacke gedacht, nämlich die Rundumschlagattacke. Weil da ist es ja dieselbe. Verbraucht das mehr? Das ist ein Stich. Und das ist ein Schwung. Okay, dann gibt es also einen Unterschied in den beiden. So, okay, dann gucken wir mal. Ach, hier ist ja noch einer. Ja, Mensch, ey. Fischstück. Mit den zwei da vorne gleich sechs. Aber das sind auch normale Gegner. Ich weiß, dass sie aufzustechen. Oh, Fluch. Ich muss weg. Ich hoffe, er bleibt ein bisschen hängen. Diese automatische Blutung fast. Also ich glaube, ich kann Rückenstecher besser machen mit der anderen Waffe. Irgendwie gelingt mir das hier nicht so gut. Wobei, ich glaube, die Position habe ich einfach nur verfehlt. Gut, das war ein weiteres Estes, was ich verbraucht habe. Ich klopfe mal freundlich an. Ich bin da. Wer noch? Da ist ein Blutding. Es ist keine Mimik. Dann wird es explodieren oder sowas. Entdeckung. Gift. Dennoch, wer würde bei diesem Gift sterben? An derselben Stelle. Silberner Talisman. Dann nehme ich an, die hier ist sicher. Ich hätte es ja jetzt sehen können. Großschwert. Du bist also ein NPC. Und du bist der trinkt. I, Gavlan. Gavlan will, Gavlan deal. Gavlan wants soul. Many, many soul. What in this case want? With Gavlan, I want to give you soul. Will, you deal. I want to give you souls, many souls. Ich kann verkaufen? Konnte ich schon immer verkaufen? Gut, mal schauen. Ich habe zurzeit diesen Schild. Gibt es irgendeinen, der besonders magiebehaftet schützt? Meiner. Trotzdem, den behalte ich. Die werde ich geben. 320? Warum 320? Er ist trotzdem schlechter. So, und so. Was Armbrust angeht, kommt nichts, aber ich brauche keine zwei Bögen. Die behalte ich mal einfach, weil es ein einzigartiges Item ist, soweit. Hier habe ich eine Axt und eine Hellebarde. Die doppelte Hellebarde kommt weg. Und ansonsten würde ich sagen, ich behalte einzelne Waffen einfach. Krummschwert, Stoßschwert. Hm. Das sind zwei verschiedene Waffen. Heideritterschwert, Fußsoldatenschwert. Natürlich wird dann eins wegkommen. Zerbrochenes Geradeschwert, Kurzschwert. Das plus 4 auf jeden Fall. Zerbrochenes Diebeschwert. Was will ich mit zerbrochenem Schwert denn? Gab's hier nicht noch ein zerbrochenes Dingster-Schwert? So. Auch das Banditenmesser. Wird auch etwas sein, was ich nie einsetze. Oder diese Hiebstoßwaffe. So. Klamotten. Auch Sachen, die ich doppelt habe. Oder 30 Mal. So. Und warum ist der besonders? 38, 40, 38, 38. Ich guck mal, wie es sich in diesen Werten verhält. Es ist derselbe Helm, nur stärker. Gut, dann ist der weg. Hier habe ich nochmal einen doppelten. Hier habe ich nochmal eine doppelte Hose. Das ist mein Helm. Okay.
Ringe, was will ich Ringe verkaufen? Pfeile, was will ich Pfeile verkaufen? Also die Items kann man immer noch gebrauchen und hier auch. Okay. Da würde ich mal sagen, was ist das mit Verkaufen? Gibt sowieso nicht allzu viel. Du kannst mir einen Ring verkaufen. Ring der Riesen. Erhöht Balance. Dann hast du hier giftiges Moos. Verringert Giftansammlung und heilt Gift. Verleiht Giftschaden. Giftwurfmesser. Und Giftpfeile. Den Ring nehme ich. Was den Rest angeht, weiß ich nicht. Many dear, many thanks. Natürlich. Gut, ich glaube, für diese Folge war es das schon wieder. Danke fürs Zusehen. Kommentiert nicht vergessen. Dragline ist over and out. Soweit. Tschüss.